Ja, ich sag mal, einmal haben wir das Glück gehabt, dass wir noch nicht ganz weg sind von der Landkarte, dass sich hier auch durch die Agrargenossenschaft Kirchheiligen einige Strukturen noch gehalten haben, dass wir selbst 30 Jahre nach der Wende noch hier produktives Gewerbe haben, dass wir die Landwirtschaft haben und dass die Bevölkerung nicht enorm geschrumpft ist. Besonders stolz sind wir natürlich auf die gemeinsamen Aktivitäten, die die Gemeinden miteinander hinbekommen haben. Ein ILEG im Jahr 2005, die Gründung des Gewässerverbandes, die Gründung der Stiftung und dass wir jetzt auch vom Land Thüringen ausgewählt worden sind, den Dorfkümmerer in unserer Region auszuprobieren, zu installieren und damit auch ein Beispiel zu geben für andere Regionen in Thüringen. Neue Konzepte finden, wie kleine Wertschöpfungsketten funktionieren und wie das Geld und die Produkte, die hier hergestellt werden, auch hier verbraucht werden können. Und das in den Bereichen Landwirtschaft auch zum Beispiel so einzustellen, dass wir einen gewissen Kundenkreis hier haben, der diese Produkte braucht und verbraucht. Die Vereine weiterhin zu stärken, die Vereine auch zwischen den Orten zusammenzubringen, unser schönes Freibad, unseren Radweg, unser Kneippbecken, unsere Parkanlagen, unsere Teiche so zu pflegen, dass sie einmal als Naherholung für die Bevölkerung, aber auch kleine touristische Magneten werden können. Heißt Freiheit, heißt Selbstständigkeit, heißt aber auch Mitverantwortung. Sorgen bereiten uns natürlich, wie können wir weiterhin hier junge Familien auf den Orten halten, wie können wir für Zuzug sorgen, was können wir für Aktivitäten und für Voraussetzungen schaffen, dass solche jungen Leute hier bleiben bzw. zu uns kommen und wie können wir praktisch auch älteren Menschen das lange Wohnen in ihrer Heimat gewährleisten. Wie gestaltet sich zukünftige Politik für den ländlichen Raum? Was können wir gemeinsam tun für eine Daseinsvorsorge? Wie können wir Grundbedürfnisse einmal natureller, aber auch sozialer Art hier dauerhaft installieren und wie können wir hier das Geld und den Wert, den Dienstleistungen erbringen, hier lassen. Die Bevölkerung möchte, kann ich so nicht sagen, das würde mir schwerfallen. Man kennt natürlich so ein paar Wünsche, die man hat. Also ich halte eine Vision für möglich, die sich einmal auf eine Art gemeinsame Entwicklung, auf eine solidarische Entwicklung irgendwo hinzieht, sodass ich sagen kann, ich kann gemeinsam wohnen, alt und jung, gemeinsam wohnen, aber auch die Problematik der Selbstversorgung, einmal mit Nahrungsmitteln, Grundnahrungsmitteln, aber auch eine Selbstversorgung in sozialen Dienstleistungen, sodass wir eine Stärkung haben von Nachbarschaftsbeziehungen, von solidarischen Angeboten, die teils ehrenamtlich, aber auch teils hauptamtlich sind, die teils durch die Bevölkerung an sich, durch die Gemeinden finanziert werden, aber auch vom Staat zum großen Teil mitfinanziert werden müssen, weil er ja auch in unserem Raum Verantwortung hat und nicht nur in den Städten. Wohlleben ist ja ein geteiltes Dorf zwischen kleinem und großem Leben. Dort haben wir auch als Agrargenossenschaft eine intensive Tierhaltung. Wir haben dort eine
Schweinemastanlage, eine Milchviehanlage. Und aus meiner Sicht ist es etwas verpasst worden in den letzten 15 Jahren, Wohnraum, ausreichend Wohnraum zu schaffen in Urleben, sodass auch dort junge Familien oder dort bleiben können. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich ein sehr hohes, ein hohes Leerstandspotenzial, dass dort alte Gehöfte auch leer stehen, dass die im Ortskern sind, zurzeit nicht sehr attraktiv zu Wohnzwecken, auch nicht einfach umzugestalten sind. Und dass wir dort Lösungen suchen, einmal das Wohnen, aber auch Punkte für die Daseinsvorsorge, ob das jetzt vielleicht eine Tagespflege oder ein Kindergarten oder solche Sachen wieder zu installieren, die im Urleben alle schon mal waren. Die hatten eine Schule, die hatten einen Kindergarten, die hatten einen Dorfkonsum. Und zurzeit ist leider da gar nichts mehr davon.